Also Rennen ist keine Option. Abfackeln auch nicht. Beides ausprobiert, beides funktioniert nicht. Vorbei sneaken kann ich wahrscheinlich auch nicht. Weil er wird uns sehen. Nach da oben zu gehen bringt nichts. Wir müssen wahrscheinlich in die Richtung. Geil, jetzt sind sie ja zu zweit auch noch da. So. Das heißt, was mache ich jetzt mit den Leuten? Er geht jetzt nach oben. Ihr Anführer. Ja, Milo. Den Namen kenne ich. Er macht die ganze Mittelmeerküste unsicher. Ein Schlechter. Na, wunderbar. Kann ich... Geht das? Dafür wirst du bezahlt. War nur Einbildung. Seht mal, noch eine Kapelle. Gehen wir rüber. Wir müssen einen Weg zur Festung finden. Ich habe keinen Schimmer, wie ich jetzt hier weiter komme. Jetzt kommst du natürlich genau hier lang, ne? Muss das? Okay, okay, ich habe keine Idee. Also. Idee Nummer 1 wäre, über die Sträucher quasi hier, zack, 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 darüber. So, Idee Nummer 2 ist... Viel zu viele. Milo ist ein dicker Fisch. In das Haus hier reinzukommen, um dann zu gucken, ob es da irgendwie weitergeht. Problem sind jetzt der da und der da. Der da steht auch mit dem Rücken zu uns. Wenn der sich jetzt noch verdünnisieren würde. Aber warum Sklavenhändler? Da könnte ich hier rein. Das war knapp. Muss ich jetzt da rein? Hast du gesehen? Sie haben die Tempeltür verbarrikadiert. Die muss ich doch öffnen lassen. Ja, dann können wir hier weg. Ist jetzt die Frage, wie... Wie kriege ich diese Tür auf? Also ich gehe mal von aus, ich muss es da oben abschießen. Ist jetzt nicht dein Scheiß ernst. Ich hab's da! Hier lang. Da! Sie kommen! Natürlich nicht, ich brauche dafür diesen dreckigen Haken. Um das so wegzuziehen, ich kann das nicht mit dem... Oh. So, den Johnny würde ich gerne umbringen. Den eigentlich auch. Eigentlich am liebsten alle. Aber... Ist halt schwierig. Aber nehmen Soldaten die Sklavenhändler nicht fest? Nein. Warum? Das ist schrecklich. Weil die Aussicht auf Geld vieles möglich macht. Aber er bleibt nämlich nur kurz da stehen und rennt dann wieder in die andere Richtung. Ja, dann kommt er auch noch hier, olle Fettwanst. Der kommt ja jetzt auch gleich in meine Richtung hier gerannt. Könnten sich da drüben verstecken. So, wie mache ich das jetzt am dümmsten?
Also, da drüben steckt die... Ich hab sie! Kommt her! Sie haben uns! Okay. Aber ist ja toll, warum bin ich denn jetzt hier? Okay. Den Safe Point wollte ich eigentlich nicht. Aber okay, ich nehme ihn. Okay. Wir lassen ihn jetzt wieder erstmal wieder kommen. Dann soll der Typ da einfach mal gucken gehen und sich da irgendwie freuen. Die anderen werden mal gucken, dass wir die dann gegebenenfalls eine Runde ablenken. Ich hoffe, dass der jetzt wieder hier runterhüpft. Nein, der ist tot. Geh weg. Er wurde ermordet. Er wurde ermordet. So. Da hinten hin komme ich nicht. Das ist die Frage, wo läuft er jetzt lang? Okay, er läuft da unten lang. Nur wenn der jetzt noch nach da gehen könnte, würde. Wäre nice. Tut er natürlich nicht. Er geht natürlich da lang. Selbstverständlich. Warte mal. Hier ist noch ein Seil. Gut gesehen. Damit kommen wir hinein. Da drüben! Auf sie! Feigling, komm raus! Als ob er uns nicht gesehen hätte. Okay, das war lucky. Das war sehr lucky. Ah, der Typ da hinten, der geht mir noch auf den Sack. Okay. Die chillen kurz. Warten kurz ab, bis die da drüben ihre Sachen da gemacht haben. Weil die müssen ja jetzt untersuchen und so, ne? Genau, du hüpfst jetzt mal da so schön hoch und so. Oh Gott, das war ja wirklich, also ich, okay. Er schläft halt, ne? Also, muss man ja auch ganz klar sagen. Wer ist deine Leiche? Findet den verdammten Mörder! Nein, nein!
warte. Jetzt müssen wir kurz gucken. Also, er kommt jetzt hier nochmal rum. Jetzt guckt er erstmal nochmal blöd um die Ecke. Seht ihr uns? Nee, ne? Okay, wir probieren es nochmal. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Also hier seid ihr lang. Aufgepasst, es geht runter. Ich gebe mein Bestes. Hier drüben, lasst sie nicht entkommen. Was jetzt, Amicia? Endlich! Oh Gott! Ja. Gut gemacht. Sind wir sicher? Ich glaube ja. Ich glaube nicht. Ja, okay. Vielleicht. Ich weiß. Die Tür scheint schon länger festzuhalten. Amicia, warum sind hier Sklavenhändler? Ich weiß es doch auch nicht. Es ist ein... Dankeschön. Dankeschön. Es war aber auch eine schwere Geburt. Komm. Hoch mit dir. Aha. Es war wirklich nicht schön. Ah, wir haben hier ein Seil. Und wo schieße ich jetzt damit hin? Hey. Warte mal. Ich brauche Hilfe, Sophia. Gerne. Ja, Sophia. Mach. Mal sehen, was das bewirkt. Ah, das okay. Ist ein Kronleuchter, glaube ich. Sieht schwer aus. Die Kette wirkt immer noch stabil. Ja, Gigi, danke schön. Danke schön, Chat. Achtung, ich ziehe weiter. Das wird bestimmt laut. Ja, das ist ein guter Türöffner, würde ich sagen. Wirklich laut. Wir sollten weiter. Ja. Das haben die Sklavenhändler nicht gehört. Das war doch, also... Da ist die Festung. Gut. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Ja, leider. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen wir uns. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Ja, das stimmt. So, und wir können natürlich wieder immer noch nichts herstellen, weil wir looten zu wenig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich lasse echt eine Menge Kisten unverschlossen liegen. Ist gar nicht so gut. Noch mehr ist klar. Meine Güte. Okay, drei von denen kriege ich kaputt. Den einen mit dem Helm nicht. Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Dias? Ja. Naja, diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt, an eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Die arbeiten also für die Gräfin? Für die Emily? Wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Ja, okay. Dann also, sag mir, nee. Wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen? Du hast nicht genug Vertrauen. Und du hältst einfach nicht dein blödes Maul! Was stimmt denn mit ihm nicht? Noch jemand? Fantastisch. Beginnen wir.
Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Diaz darf den Anfang machen. Mhm. Diese Wahnsinnigen. Wir müssen ihnen helfen. Ich glaube, wir können ihnen nicht mehr helfen, leider. Es ist zu spät. Ich halte sie auf. Du darfst nicht einfach Leute töten. Wieso? Du tust das auch immer. Weil... Und ich töte viel schneller als du. Du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Hugo! Was zur Hölle? Also, ganz Unrecht hat der kleine Mann ja wohl nicht. Hugo, hör zu! Muss ich ja zugeben. Du hast nie erwähnt, was? Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Du wärst davongelaufen. Und ich wollte das nicht. Ja, es war falsch. Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Hugo, ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten, selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie Vedor. Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Und manchmal zwingen sie uns zu handeln, ja. Überlass mir bitte diese Entscheidung. Das alles ist nicht fair. Ich weiß. Aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm, entschuldigen wir uns bei Sophia. Na, ich weiß nicht, ob die, also... Die hat schon ein bisschen Angst jetzt vor euch. Sophia, es tut mir leid. Mir auch. Ja, gut, gehen wir weiter. Okay. Sophia, geht's dir gut? Ich muss das sacken lassen. Ja. Ratten? Ja. Ja, also, ja... Aber, ja. Was so, hier ist da kann drüben? Ich irgendwas wieder runterschießen. Da oben, ne? Jawohl! Ich glaube, ich habe was gefunden. Dann lass uns doch mal gucken. Was haben wir jetzt denn? Warte mal, wir gucken mal. Alter, was haben die hier gemacht? Melos Werk. Er meinte, das Blut würde dem Sohn den Weg zur Kapelle weisen. Alter! Das macht mir Angst. Ja, das ist nicht so toll. Hoch, alles klar. Ist hier irgendwas Schönes zu entdecken? Ach du Scheiße. Gott, am Baum haben sie Sklaven festgekettet. So gehen sie vor. Seht! Ist das... eine Stoffpuppe. Hier war also ein Kind. Bezaubernd. Ein Kind als Sklave? Geht das? Nein. Oder? Tut mir leid. Sie nahmen ihnen die Puppe weg. Leg sie besser zurück. Er konnte sie nicht mal... mitnehmen. Vielleicht ist das Kind entkommen. Das ist es, was zählt. Ja. Komm, Hugo, gehen wir. Weiß ich jetzt nicht. Das Uber. Aber okay, naja. Es sieht nicht toll aus. Vorsicht beim Fall. Wieso sind denn hier schon wieder irgendwelche Leute? Wie lange müssen die Leichen noch herumhängen? Sie sind hier. Bleibt unten. Bis die Ratten wiederkommen. Und danach der Sohn. Ach, das könnte ewig dauern.
Nein, dieses Mal klappt es. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Milo tut alles, um es zu schaffen. Und das zu Recht. Das ist Wahnsinn. Das finden wir Elia und die Kapelle. Die Arme hatte keine rosige Zukunft vor sich. Really? Ja, also weiß ich nicht, was da passiert ist. Das verstehe ich nicht. Ein Toter. Er wurde ermordet. Ja, also ganz komische Geschichte, was da passiert ist. Also ich weiß auch nicht. Er brannte auf einmal. Ups. Wie, er brennt nicht, oder was? Okay, oh nein, er kommt hier zurück. Ich habe ein Problem. Lizenz? Mini-Problem? So ein bisschen? Maybe? Hallo? Hilfe? Odoris? Mit der Schleu... Was ist denn? Was war denn nochmal Odoris? Was uns in der Festung erwartet, oder? Ja. Den aber schnapp ich mir. Wo sind sie hin? Okay, er ist weg. Hier da oben haben wir einen. Den können wir eigentlich easy peasy wegkriegen. Den, wenn er uns nicht sieht, kriegen wir auch weg. Gleich zu weit. Hier ist nichts. Hier ist garantiert nichts. Hier ist nichts. Gar nichts. Hier gibt's nichts zu sehen. Zu dem da hinten hin. Zeitverschwendung. Aus dem Weg. Das ist für die Sklaven. Wir müssen unbedingt weg von hier. Ja, wir müssen wirklich ganz schnell weg. Ganz dringend. Ganz, ganz schnell. Da, was haben die denn gemacht? Okay, da vorne ist noch einer. Warte mal, den können wir eigentlich... Warte mal. Seltsames Geräusch. Ja, ja, ist ganz seltsam. Geh mal ganz kurz gucken, was das war. Was ist hier los?
Wie? Nein, nein, nein. Ach, da oben war auch noch einer. Ach du Scheiße. Nee, 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 alles gut. Ach du Scheiße, jetzt kommen die ja von allen Ecken. Hat er jetzt nicht allen Ernstes gesagt, die Leiche ist noch warm, oder? Ja, ich bin noch bei euch. Hallo. Er wurde ermordet. Wir haben Eindringlinge. Ich dachte, nicht. Don't touch it. Don't. Nein. No, no. Du bist jetzt da nicht rüber, ne? Oder? Oder machst du doch? Nee, ne? Also du bleibst schön. Melo meinte, er arbeitet für die Gräfin. Sie und der Graf gaben ihnen wohl diesen Ort. Ein Stück Land und das Recht, Leute zu verkaufen. Dafür also bekommen sie einen Teil des Geldes. Ja, schmutziges Geschäft. It's a little bit dirty. So, ich würde mich freuen, wenn ich dich auch noch erledigen könnte, aber dafür ist er hier unten mir ein bisschen zu präsent. Ach, jetzt läuft er hier unten lang. Warum denn? Kannst du nicht wieder an deinem Posten zurückgehen? Oh, jetzt geht er wieder da rein. Ich. Zeitverschwendung. Ja, ist es. Also. Ist doch scheiße. Ich komme hier nicht vom Fleck. Ich gehe mal weiter. Hallo. Jetzt kommt die nächste. Was wollt ihr alle hier? Don't. Er sieht auch Sophia nicht. Gar nicht. Okay. Ey, ich bin jetzt aber auch in einer Situation, die ist gar nicht so gut. Wie kommen wir jetzt denn jetzt hier weg? Ob er uns nicht gesehen hat. Okay. War tricky, war's aber gut. Ist die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen dahin, ne? Okay. Ich habe keine Ahnung.
Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. He didn't see us. It's not even close. Okay, er sieht uns wirklich nicht. Ja, oder vielleicht doch. Also so ein bisschen. So, wie komme ich jetzt dahin? Also Ryan? Also... Okay, warte. Kriege ich den von hier unten abgeschossen? Das wäre nice. Ich muss anscheinend irgendeinen Wagen nehmen, glaube ich. Ich hab mich doch beherrscht. Also, warum denn? Es ist doch in unserem Sinne, dass wir sie umbringen, oder nicht? War da nicht ein Spalt im Felsen unten? Wo denn? Wo meinst du? Bei der Kiste? Also hier haben wir die Kiste. Hier komme ich nirgendwo durch. Leider. Hier auch nicht. Na, hier komme ich überall not even close hoch. Ah ne, dann andere Seite. Okay, ich habe gerade kurz gedacht, dass da jemand noch ist. Mal kurz hier lang nochmal. Meinst du hier? Ah, hier! Gut. Danke, Jojo. Das Tanzen, die Musik, die Blumen. Hey, die finden wir. Hey, Hugo. Was? Ich weiß, es ist schwer, aber bleib bei der Sache. Ja. Also heute ist auch... Dort kommen wir rein. Die Festung ist böse. Das mag sein. Aber wir sind noch zusammen. Stimmt. Geh sicher, dass im Wagen auch keiner mehr atmet. Die sind gleich da vorn. Die sehen alle ziemlich tot aus. Geh sicher. Was ist denn das für ein Commentary? Die sehen alle ziemlich tot aus, hallo?